Okay, auch von mir ein herzliches Willkommen hier beim Weltdinner, organisiert vom Afroasiatischen Institut in Salzburg. Freut mich total, dass ich hier dabei sein darf und die vegane Rohkost so ein bisschen ja, verbreiten kann und informieren kann und so weiter. Finde ich toll, dass ich hier dabei sein darf. Ich heiße Markus, ich komme aus Deutschland, wie ihr wahrscheinlich schon rausgehört habt. Und ich habe in Deutschland auch meine Ausbildung gemacht als holistischer Gesundheitstrainer. Bin jetzt seit 8 Jahren Rohköstler, habe auch schon ganz viele Rohköstler kennengelernt und schon ja, einfach viele Erfahrungen gesammelt in dem Bereich und kann darüber auch ganz viel erzählen, wenn ihr wollt. Ich werde mich jetzt einfach mal kurz fassen. Ja, ihr seid jetzt hauptsächlich wegen den Gerichten da und wenn ihr noch mehr Fragen habt oder Interesse habt, können wir das vielleicht noch beim Zoom-Meeting besprechen, wenn ihr noch was wissen wollt. Genau. Also ihr habt ja schon vom Andi gehört, was Rohkost ist und welche Utensilien man dafür benötigt. Und jetzt möchte ich euch was zu den gesundheitlichen Aspekten sagen und welche Vorteile oder welche ja, Probleme oder auf was man vielleicht auch manchmal achten muss. Genau, das werde ich dann noch erklären. Der Andi hat ja schon erklärt, dass Rohkost bedeutet Lebensmittel, die unter 42 Grad noch ja, nicht erhitzt worden sind sozusagen. Also über 42 Grad ist dann schon nicht mehr Rohkost. Und es hat eben den Vorteil, dass die Nährstoffe eben voll erhalten bleiben, wenn sie nicht erhitzt werden, also unter 42 Grad. Und dass die Enzyme auch vor allem nicht verloren gehen. Ja, das ist so auch ein ganz markanter Punkt in der Rohkost, dass die Enzyme ab 42 Grad quasi weg sind. Und die Enzyme braucht der Körper sozusagen für die Verdauung. Und ja, wenn das erhitzt worden ist, das Lebensmittel, und die Enzyme fehlen, dann braucht der Körper eben mehr Energie, um die Lebensmittel zu verdauen. Und das ist eben ein Vorteil der Rohkost, dass man einfach sich nach einer Mahlzeit nicht so müde fühlt und fit und ja, nicht so träge und so weiter. Ihr kennt es vielleicht von der ja, so einer schweren Mahlzeit wie Braten mit Pommes oder so, dass man sich halt nach der Mahlzeit sehr müde und schlapp fühlt. Und ein Grund kann dafür sein, dass eben die Enzyme nicht mehr da sind. Zur Verdaulichkeit wollte ich auch noch gleich sagen, es kann auch etwas problematisch sein, weil eine gewisse Vorverdauungsstufe stattfindet beim Erhitzen. Und ja, es sind halt schon viele an diese Vorverdauung gewöhnt. Und wenn man jetzt so von heute auf morgen umstellen möchte auf Rohkost, dann kann das schon etwas problematisch sein, weil das halt einfach anders verdaut wird. Also da ist nicht mehr diese Vorverdauungsstufe da. Und das kann halt für diese Menschen vielleicht etwas problematisch werden. Ich fand es jetzt persönlich nicht schlimm. Ich habe ja auch sehr schnell den Umstieg gemacht. Und habe auch bei mir gemerkt, dass sich die Verdauung jetzt umstellt, aber ich fand es jetzt nicht schlimm. Und was man auch beachten sollte, ist, weil die Rohkost sehr entgiftend sein kann und entschlackend sein kann, dass man am Anfang, wenn man jetzt wirklich einen hochprozentigen Anteil zu sich nimmt, dann auch erstmal Gewicht verliert oder verlieren kann, ist es schon sehr wahrscheinlich. Und an sich kann das gut sein, wenn man übergewichtig ist und Gewicht verlieren möchte. Es kann aber auch etwas problematisch sein, wenn man jetzt untergewichtig ist. Dann kann das ja ein Problem werden. An sich haben ja auch viele Rohköstler bestätigt, dass sich das Gewicht auch dann wieder ab einer gewissen Länge wieder einpendelt. Also dass das Idealgewicht dann wieder ja, nach einer Zeit kommt. Ja. Also erst ging das Gewicht runter und dann kam das wieder nach einer Weile, wenn sich die Verdauung eben umgestellt hat.
Genau, also das zu den Nährstoffen und zu den Enzymen. Und was auf jeden Fall auch noch von Vorteil ist, Thema Cholesterin ist eigentlich nicht vorhanden in der Rohkost, ja. Also man hört ja auch ganz viel in den Medien, Cholesterinprobleme und so weiter. Und das fällt halt einfach weg mit der Rohkost. Und auch gesättigte Fettsäuren gibt es eigentlich kaum oder wenig. Ja, was ja auch bekannt ist dafür, dass es Probleme verursachen kann, wenn man viel gesättigte Fettsäuren isst, wie es eben in der wie in unserer Zivilisationskost oft der Fall ist. Genau, also das ist auf jeden Fall auch noch ein Vorteil. Es ist halt auch sehr basisch. Also gerade Gemüse und die meisten Obstsorten werden ja basisch verstoffwechselt oder auch Blätter, Wildkräuter zum Beispiel auch. Oder Mandeln, Sprossen. Und ist ja auch allgemein bekannt, dass man bei der Ernährung ja, die Aufmerksamkeit zu basischen Lebensmitteln setzen sollte. Oder dass das eben von Vorteil ist, wenn man basische Lebensmittel isst. Hat ganz viele gesundheitliche Vorteile. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber auf jeden Fall, basisch ist schon mal, ja, kann man gar nicht drum rum quasi in der Rohkost, ne? Genau. Zu den Nährstoffen wollte ich noch sagen, dass Wildkräuter auch sehr, sehr nährstoffreich sind. Thema ist ja jetzt auch ein bisschen heimisches Superfood und Wildkräuter sind halt das Superfood eigentlich schlechthin, weil die ganzen Kräuter sind halt so geballt an Nährstoffen. Ich habe gestern mal was gesehen von Brennnesseln im Vergleich zu Spinat. Und da waren die Brennnesseln halt bei weitem höher im Gehalt bei Eiweiß zum Beispiel oder bei Eisen, Kalzium. Genau. Und ja, der Vorteil ist halt auch bei Wildkräutern. Sie wachsen direkt vor unserer Nase, wir müssen sie nur pflücken. Klar kann man mal schauen, wo welches Kraut wächst. Also ich kann da auch so den Tipp geben, wenn man sich dafür interessiert, kann man ja auch gerne mal eine Wildkräuterwanderung machen. Ja, ist natürlich auch toll, wenn man mal spazieren geht und gleich weiß, okay, das und das kann man essen oder da sind die Vitamine drin oder so. So, die bekanntesten Wildkräuter sind, würde ich mal sagen, Brennnessel, Löwenzahn, Gundermann, Kirsch, Vogelmiere, Spitzwegerich, Breitwegerich, sowas. Können wir auch gerne nochmal im Zoom-Meeting drüber sprechen, ist auch ein ganz tolles Thema. Genau. Nährstoffe, genau, das wollte ich auch noch sagen. Das kann vielleicht etwas problematisch sein, und zwar kommt in der Rohkost eher wenig komplexe Kohlenhydrate vor. Ja, also das, was man durch Reis, Kartoffeln, Hülsenfrüchte oder so gewohnt ist oder Getreide, ja, das sind komplexe Kohlenhydrate. Und diese kommen halt in der Rohkost einfach nicht so viel vor. Vielleicht ein bisschen in Nüssen oder in Samen oder vielleicht ein bisschen in Sprossen, aber hauptsächlich bekommt man halt die Kohlenhydrate durch Obst oder Trockenfrüchte. Und das ist eben, das sind eher einfache Kohlenhydrate. Das heißt, dass der Blutzuckerspiegel bei einfachen Kohlenhydraten schneller ansteigt, aber er fällt auch schneller. Und bei komplexen Kohlenhydraten ist es so, dass der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt, dafür aber auch länger auf einem höheren Niveau bleibt. Und das muss man, finde ich, wissen, wenn man mal umstellen möchte, dass sich das auf den Blutzuckerspiegel auch auswirken kann und ja, ein anderes Sättigungsgefühl dann auch gibt. Genau, man kann natürlich auch kombinieren, man muss ja nicht 100% Rohkost machen. Ja, ich mache es ja ungefähr zu 95%. Ich kenne auch ehrlich gesagt keinen Rohköstler, der so wirklich ganz hundertprozentig das macht, weil das ist einfach in unserer Zivilisation total schwierig. Aber wie gesagt, also 70 bis 80% kenne ich schon viele. Genau.
kommt halt darauf an, was man einfach möchte und welche Ziele man hat und so weiter, ne? Okay. So, was wollte ich noch sagen? Thema Kalorien. Da ist es in der Rohkost so, dass die vor allem durch Nüsse aufgenommen werden und durch Obst. Und Nüsse sind ja eher fetthaltig, Obst, wie gesagt, einfache Kohlenhydrate. Ja, wenn man jetzt. Es kommt halt darauf an, was man macht. Also, es gibt auch verschiedene Formen in der Rohkost. Für einen Ausdauersportler, ich kenne zum Beispiel Ausdauersportler, die sehr viel Obst essen. Für die ist es sehr von Vorteil, wenn der Blutzuckerspiegel gleich schnell steigt. Und für die ist es anscheinend auch kein Problem, wenn sie jetzt viel Obst essen. Für andere Menschen, die viel Obst essen möchten und jetzt weniger Sport machen, kann es etwas problematisch sein, weil halt der Blutzuckerspiegel einfach ständig auf und ab geht. Und da finde ich es dann immer eine gute Kombination, wenn man Obst mit Grünen kombiniert oder mit Wildkräutern. Genau, weil dann der Blutzuckerspiegel auch ein bisschen langsamer ansteigt. Also was man fairerweise vielleicht noch sagen sollte, was mich auch persönlich immer so ein bisschen stört, ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber so ein bisschen, wenn man jetzt wirklich hochprozentig Rohkost macht, ist es relativ schwierig, unterwegs mal was zu essen zu finden. Gerade wenn man im Restaurant ist oder wenn man jetzt einfach mal in die Stadt geht oder so, da gibt es halt nicht so schnell mal was auf die Hand zu essen, sage ich mal, ne? In Restaurants habe ich schon öfters gesehen, dass so große Salate auch bereitgestellt werden. Und sonst mache ich das zum Beispiel so, dass ich dann halt mal Kartoffeln esse. Aber das finde ich ist schon auch ein Nachteil, dass es momentan einfach nicht so viel Angebot gibt in der Gastronomie. Und dass man sich halt immer, wenn man jetzt mal irgendwo hingeht, dass man sich da schon immer so ein bisschen was mitnehmen muss oder was vorbereiten muss, damit man sich keine Gedanken machen muss, ob man jetzt was findet oder nicht. Genau. Aber also ich persönlich, für mich überwiegen halt die Vorteile einfach total. Ich bin auch seitdem ich auf Rohkost umgestiegen bin, meine Neurodermitis losgeworden und meine Allergien. Und ich kann auch sagen, also seitdem ich umgestiegen bin, mir geht es eigentlich von Jahr zu Jahr besser. Ja. Also seitdem ich umgestiegen bin, Entschuldigung, hat sich auch alles andere so ein bisschen verändert. Ja. Also Psyche oder auch mit der Bewegung, ich habe dann mehr Sport gemacht und so weiter. Und ich sehe das auch bei ganz vielen Rohköstlern, dass sich dann nicht nur die Ernährung geändert hat, sondern auch der ganze Lifestyle. Und genau, ist schon beeindruckend, finde ich, was das alles bewirken kann, wenn man mal seine Ernährung umstellt. Okay, ich glaube, ich habe jetzt genug geredet für heute. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Rezepten über. Dann gibt es jetzt gleich mein Video zu sehen mit den Zucchini-Spaghetti mit Tomatensoße. Ich habe da auch gleich ein paar Wildkräuter mitverwendet. Und dann sehen wir uns beim Zoom-Meeting. Macht's gut, bis dann.